Moin! Zweiter Tag Eurobike und jetzt geht's ab zu Leitwild. Hallo Jo. Hallo Christi, lange nicht mehr gesehen. Ja. Wir haben einen Lightforce. Es ist der leichte Bruder vom Megaforce 2. Stabilität haben wir nicht geopfert. Die Testmaschine ist nach wie vor das Türchen, durch das alle Produkte schlüpfen müssen. Es gibt keine absolute Sicherheit. Es gibt nur ein niedriges Risiko. Auch Synthase wird irgendwann auf die Beerdigung von einem Kunden gehen. Ich arbeite dafür, dass das erst in 300 Jahren ist. Leute, die sagen, sie haben Sachen 100%, 101% getestet, sind meistens Leute, die eher nicht so sichere Produkte bauen. Wie haben wir da 99,9 irgendwas Prozent Sicherheit eingebaut? Das Geheimnis ist die Mischung aus Rechteckformat und Rundformat. Hüpfen wir zum nächsten. Joe, dann zeig uns doch mal euren neuen Carbonlaufradsatz. Alles neu, macht der Mai. 1580 Gramm. In der Qualitätsklasse müssen wir liegen ungefähr bei 2000 Euro. Gute Nachricht, es kostet nur 1400. Oh. Wo Carbon schlecht ist, ist es auf Druck. Und leider haben wir im Felgenhorn eben das Problem, dass hier eingedrückt wird und da muss man zaubern. Da haben wir jetzt einiges gemacht, sowohl von der Chemie als auch von der Mechanik. Einspannen in Rahmen, zumachen wie ganz normal, dann hier das Verstellringchen drehen, bis man Kontakt hat, also null Luft. Und dann ist da ein Strich aufgebracht, eine kleine Skala hier. Dann tut man genau einen Teilstrich zurückdrehen und hat das perfekte Lagerspiel eingestellt. Okay, Jo, und was sehen wir hier? Wir haben das Jogröhrchen, das normal hier drin liegt, nach unten und das Drehlager runtergesetzt, haben dann im zweiten Schritt das Drehlager hier noch ausgeschnitten, ja. Man sieht es hier V-förmig, haben aber die Sattelstütze parallel verschoben nach vorne, kriegt man wunderbar Platz dann, aber der Sattel wäre zu weit vorne. Und was man da macht, man tut einfach das, was man sitzt, nach vorne geschoben hat, hinten die Sattelstütze noch auskragen, nach hinten auskragen lassen. Und fertig ist der Lack. Das heißt, der Sitz ist da, wo er hingehört, der Reifen hat genug Platz, unten passt alles. Man braucht eigentlich dann vorzugsweise eine höhenverstellbare Sattelstütze. Und eine Sattelstütze muss im Bereich von 60-70% der Kräfte aushalten, die eine Telegabel aushält. Und damit sie es aushält, brauchen wir mindestens 34,9 mm. Und diese Vario-Stütze, die schaltet jetzt ein bisschen unschuldig rein, ist sie aber nicht wirklich, denn es ist eine integrierte Sattelstütze. Der Rahmen, der vorbereitet ist für dieses integrierte System, ist weiterhin offen für alle Konkurrenzprodukte und auch für konventionelle Sattelstützen. Einmal muss man sagen, braucht man ein gerades Sitzrohr mit 34,9 Durchmesser und unten einen kleinen Befestigungspunkt. Das ist einfach nichts anderes als ein eingeschweißtes Röhrchen praktisch mit einem Gewinde, wo man eine Schraube reinstecken kann. Und diese Schraube fixiert die integrierte Verstellstütze. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die ab 2017 im 601 verbaut. Genau. Gehen wir kurz zum Leiter rüber. Hier sieht man es dann fertig eingebaut. Es geht wirklich so schnell wie eine Schaltung in beide Richtungen. Die geht aber leicht. Oben ist ein Öltank drin. Wir verwenden ähnliche Führungen wie in Telegabel. Das Ding flex genauso viel oder genauso wenig wie der Telegabel. Je nachdem, wie pingelig du bist. Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit. Danke. Und hab noch eine schöne Zeit auf der Arbeit. Okay.